herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute den Actros MP3, geupdatet von Mr. Capital aus dem STS-Forum. Kompatibel auch für das neue Actros Tuning DLC. Da hat er sich jetzt mal hingesetzt und hat gesagt, komm, wir tun den mal updaten, damit er jetzt funktioniert. Was haben wir hier alles mit dabei? Ich zeige euch mal, gibt es gar einen Spoiler dazu für diese kleine Bude hier. Das finde ich ganz schick, sogar mit Spoiler hier. Ne? Das ist sehr cool gemacht und man sieht hier einen Haufen Anbauparts. Ne? Das ist schon enorm. Da gibt es natürlich den High Roof und natürlich den Megaspace. Wir können mal den High Roof nehmen, was wurscht ist. Gibt es auch eine Low-Deck-Variante dazu. Schön, wie hier unten auch dann der Spoiler wegfällt beim Low-Deck, wie es original halt ist. Ne? Und gibt es halt dann hier auch in den anderen Varianten. Ne? Auch 8x4, klar. Mit großen Schornstein. Da muss dann ab und zu der Schornsteinfeger kommen. So, wir bleiben bei der normalen Standard 4x2. Ihr habt Motorisierung von bis, brauche ich euch nicht erklären, genauso wie Getriebe, bleibt auch alles wie gehabt. So, gucken wir mal. Was ganz cool ist, dieses Truck Skin. Das heißt, wenn ich jetzt den LKW, ich zeig's euch jetzt mal hier, machen wir den mal blau. Und jetzt passt mal auf. Siehst du? Dann habt ihr im Interieur auch blau. Ne? Finde ich ganz witzig. Gibt es auch hier als elegant. Oder einfach diese Trust Edition oder halt dann die Standard. Ne? Aber die Möglichkeit habt ihr hier. Finde ich gar nicht so schlecht. Farben, klar, es gibt hier so ein White Star Logo. Also das ist dann so blau. Könnt aber hier noch ändern. Und dann den Actros Stern hier. Cool, oder? Hat auch was. So, dann geht's mal los. Fangen wir mal heute an. Wo fangen wir denn an? Ich am besten mit meinem Spoiler. Guckt hier, Standard Spoiler. Oder dann hier der normale, originale. Und dann gibt es hier noch, das kann man lackiert machen. Was haben wir hier noch alles mit dabei? Eine Schinkenbar. Ich darf nicht mal Bacon sagen, das klingt immer so nach Schinken. Also eine Schinken-Rundumleuchte habt ihr hier noch mit dabei. Und natürlich gibt es hier noch Slots. Guckt euch mal die Slots an. Da kann man ganz schön rumslotten. Und das machen wir heute hier auch. Wir wollen hier ein bisschen rumslotten. Zack, zack. Alles, was hier mit dabei ist, wollen wir natürlich auch testen. Da brauchen wir ein paar weiße. Und hier machen wir auch ein paar weiße hin. Zack. Und hier machen wir heute eigentlich bloß mal zwei Strahler hin. So, wo sind sie denn hier? Und hier. Und Tröten lassen wir mal weg. Ausnahmsweise. Weil ich hier die Schinkenbar ganz cool finde. So, dann habt ihr hier die Sonnenblende original lackiert. Dann natürlich die neue von SCS und dann hier die weiteren, die wir jetzt alle schon kennen. Ne? Spiegel sind natürlich lackiert, Full Paint und. So, dann geht's mal weiter hier. Das ist das ganze Gerümpel von mir hier. Da könnt ihr aber auch hier die ganzen mal Logos hernehmen. Das machen wir jetzt hier auch mal, wenn sie schon mit dabei sind. Hier auch noch Actros. Hier könnt ihr natürlich auch noch diese Actros DLC-Gedöns hernehmen, das macht könnt ihr auch machen. Hier ein bisschen Chrom mit rein. Leuchtestern. Oder auch lackiert. Jetzt ist er lackiert. Aber wir machen es leuchtend hier. Ne? Dann gibt es hier noch Chrom. Kommt da lackiert. Plaste. Chrom. Auch hier nochmal der Grill innen. Aber das wisst ihr ja, das brauche ich euch hier nicht erklären. Hier ist auch nochmal lackiert. Original Chrom. Genauso wie die Stoßstange. So, und hier. Wieso habe ich hier einen Anbaupunkt? Ist ja witzig. Ja, da machen wir jetzt mal nichts. Ich lasse aber mal Plaste. So, dann haben wir hier Nebelleuchten. Oder Highbeam. Oder komplett aus. Könnt ihr euch aussuchen. Hier haben wir noch Mercedes. Schmutzlappen. Oder ihr nehmt halt die Originalen von SCS. So, dann habt ihr hier noch Slots Only. Oder dann hier die Standardbügel. Ich nehme natürlich die Slots Only. Weil ich die gar nicht so schlecht finde. So, rechts, links, links, rechts. Dann machen wir hier noch ein paar so Nebellampen hin. Und hier, keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwas halt. Dann machen wir jetzt einfach hier ein paar Lampen hin und dann ist gut. So, so und so. Dann Scheinwerfer. Halogen oder Xenon. Gibt es auch hier in Chrom lackiert. Aber es bleibt auch Plaste. Wir wollen es ja nicht übertreiben. Das bleibt auch. Das bleibt. Das ist vom DLC. Das ist DLC. Wir müssen ein bisschen durchklicken hier. Was noch alles mit dabei ist. Blue Tech. Kann man nochmal machen, wenn man will. Dann hier auch wieder Plastik, Kunststoff.
Dann haben wir hier noch, mal schauen, die Punkte hier nicht verschwinden. Auspuff gibt es auch in verschiedenen Varianten hier. Dann Kunststoff, Verkleidung, Chrom, Standard oder. Chrom, das ist, Chrom gefällt mir. Ich bin einfach kein Chrom-Fan. Kannst sagen, was du willst. Ich komme da einfach nicht ran an das Zeug. Das ist auch vom DLC, auch vom DLC, auch vom DLC. Lass mal alles weg, auch vom DLC. Aber jetzt lassen wir auch Plaste. Auch hier noch. Da habt ihr natürlich die Möglichkeit hier noch, die Rundumleuchten hier, Rundumleuchten, die Rückleuchten hinzubauen, ne? Ich nehme jetzt hier mal die Diva und dann sieht das ganz witzig aus. So. Ein bisschen gepimpt. Ein bisschen getuned. So verchromt, wenn das jetzt hier. Wenn das. Also. Oh, ist alles verchromt. Das sieht ja eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber warum verchromt, liebe Leute? Dann macht doch das hier auch mit Wagenfarbe und so. Ey, da krieg ich. Ich weiß auch nicht. Einmal mit Profis zusammenarbeiten, sag ich immer. Aber egal. So, dann kommen wir hier nochmal weiter. Dann haben wir noch Auspuffanlage, seht ihr selber. Hier gibt es noch den Tank. Gibt es auch in verschiedenen Varianten mit Big Tanks und Full Paint Tanks. Alles hier mit dabei, ne? Original Tanks. Alles da, ne? Schön frisch auf dem Tisch. Hier noch klar, das, da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Das wisst ihr selber hier, das ganze Gedöns. Das ist von außen gewesen. Das ist Kabinen-DLC. Brauche ich auch nichts erklären. Der Tisch, der passt. Wie auf Arsch, auf Ei. Oh, nicht, falsche Tasse. Verdammt. Dann habt ihr hier das ganze Zeugs hier. Aber das brauche ich euch auch nicht erklären. Tasche. Porno-Zeitschrift. Oh, Lenkrad. Guck mal hier. Das Lenkrad könnte auch in LKW-Farbe machen. Ist auch ganz witzig. Dann habt ihr hier natürlich noch verschiedene Navis mit dabei. Genau, der Rest, glaube ich, müsste jetzt hier bekannt sein. Aber das jetzt mal so, dieses, coole Update jetzt hier von Mr. Cap. Wir schauen uns natürlich auch noch das kleine Führer aus noch mal ein bisschen genauer an, was hier noch so mit dabei ist. Also die Rundumleuchte, habt ihr ja gesehen, die mache ich jetzt hier nochmal weg. Und dann gucke ich, zeige ich euch hier mal die Slots nochmal, die ihr hier zur Verfügung habt. Im Prinzip sind es die gleichen. Nur, dass er hier... Oh, sind sie denn? Nee. Da müsst ihr aufpassen. Nee, die Lollis passen hier nicht. Ne? Nee, die müsst ihr dann hier wegmachen. Da sind halt die bisschen versetzt. Aber es liegt halt einfach an der Höhe des Fahrerhauses. Ne? Ansonsten habt ihr oben Slots. Spoiler habe ich euch vorher schon mal gezeigt. Ich finde den eigentlich gar nicht schlecht so für Nahverkehr oder so. Coole Bude eigentlich. Ne? Finde ich gar nicht so schlecht. Oh, hier fehlt was. Egal. Oh, das ist jetzt hier oben. Egal. Aber nur mal so zum Testen, damit das seht, damit es auch so funktioniert. Beim Megaspace ist es dasselbe. Da habt ihr auch hier die Slots. Ne? Oder die Standardbügel. Sieht natürlich auch ganz stark aus hier. Natürlich auch noch, das ist an der Seite. Hier mit dem Roof Wing Spoiler. Gibt es in verschiedenen Varianten sogar. Finde ich gar nicht so schlecht. Natürlich den Originalen halt hier, aber der andere ist viel zu groß und sieht komisch aus. Ich weiß nicht. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt hier mal das lasse, sieht doch ganz cool aus, oder? Wenn man ein paar Lampen anbaut, macht es auch Spaß, mal wieder MP3 zu fahren. Starten wir mal den Diesel, gucken wir uns mal den jetzt von außen nochmal genauer an. Auf alle Fälle coole Sache. Gefällt doch. Kurzer Lichttest. Guck mal, wie das leuchtet. Herrlich. Auch hier oben mit der Schinkenbar. Coole Sache. Funktioniert natürlich alles hier, ne? So wie es sein soll. Actros Logo funkelt auch wie ein Weihnachtsbaum, herrlich.
So, dann kommen wir mal zum Fazit zu Mr. Capsules Actros MP3 in der Reworked Version 4.0 mittlerweile. Und für mich echt ein cooler Mod, denn durch das Actros Tuning DLC von STS macht es von Haus aus Spaß, wieder Actros zu fahren, den MP3. Nicht nur den MP3, auch den MP4, aber den MP3 natürlich genauso. Und da durch diese Reworked-Version macht es dann nochmal ein bisschen mehr Spaß, ne? Durch die ganzen Slots und so. Oben auf Dach, dann unten an der Stoßstange noch dazu. Und die anderen kleinen Feinigkeiten, die er noch mit reingepackt hat. Finde ich echt cool, dass er das hier gemacht hat. Dazu gibt es übrigens auch noch ein Rigid-Chassis. Das heißt, man kann auch BDF fahren. Da werde ich ein separates Video aber noch dazu machen. Wer da nicht allzu lange warten will, weil da braucht man ein bisschen was dazu und muss ich vielleicht hier und da ein bisschen erklären. Da kann sich das gerne mal alleine anschauen im SCS-Forum. Ist da ein Beitrag dazu, beziehungsweise ist verlinkt. Könnt ihr ja dann mal gucken in der Beschreibung. Setze ich den Link mit rein und könnt ihr euch das ja gerne mal anschauen. Ansonsten einfach warten, bis ich es mache. Und dann seht ihr ja, wie das da funktioniert. Dann erkläre ich das nochmal separat. Ansonsten, glaube ich, brauche ich nicht mehr viel erklären, oder habt ihr alles gesehen? Das kleine Führerhaus, große Megaspace. Wisst ihr Bescheid, ne? Coole Sache auf alle Fälle. Falls ihr noch Fragen habt, dürft ihr gerne kommentieren. Ansonsten lasst einen Däumeling da und ein Abo für den Kanal nicht vergessen. Und dann wünsche ich viel Spaß mit Mr. Capitals Actros MP3 in der Reworked Version 4.0. In diesem Sinne, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und Wiedersehen.